Also es liegt vielleicht doch nicht an unserem Teamkollegen, an seiner Fahrleistung. Irgendwie hat der Wagen ab und zu mal ein paar Aussätze, habe ich so das Gefühl. Also manchmal, da lenkt er richtig saumiserabel. Hallo, Mo. Verstehe ich gar nicht. Der Flitzer ist dann wohl doch gar nicht so gut. Vielleicht hätten wir... Obwohl, ja, der Teure, der war ja mit den Bremsen so schlecht. Und schlechte Bremsen wissen wir, ja. Ich würde dir gerne helfen, mein Freund. Aber ich komme einfach nicht nach vorn. Wie das aussieht? Ja, mein Gott. Hätte uns jetzt auch gewundert, wenn du schon vorne bist. Wir müssen dir ja nachher garantiert wieder helfen. Ansonsten wird das ja nichts. So. Du bist zurzeit der Zweitplatzierte deiner Klasse. Elfter von 17. Zweiter in unserer Klasse. Den ersten, den haben wir gleich. Ja, komisch, also zu Beginn hat der noch nicht so ein großes Geschwindigkeitsplus, der vor uns. Da halten wir noch mit oder kommen sogar nicht daran. Aber dann nach den ersten 12 Stunden oder so ist er bedeutend schneller. Vielleicht sind da erst seine Reifen richtig warm gefahren und der Tank ist dann auch schon zur Hälfte geleert. Ja, hier macht Platz. Unglaublich langsam unterwegs aktuell noch. So, wir sind Zehnter, das sieht gut aus. Aber Zehnter waren wir in den beiden Versuchen. Gut gemacht, Speedy. Du führst in deiner Klasse. Zuvor ja auch. Und es hat trotzdem nichts gebracht. Wir müssen einfach die Nachtschicht irgendwie überstehen. Vielleicht legt Rick diesmal auch etwas früher die Musik schon auf. Würde mich freuen. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ich bezweifle es mal stark, dass er es machen wird. Von daher müssen wir uns irgendwie anders helfen und uns munter halten. Über eine Sekunde wieder Vorsprung. Also an dieser Stelle haben wir irgendwie immer über eine Sekunde Vorsprung. Ganz komisch. Oh, oh. Naja, gut. Die haben wir jetzt schon mal verspielt. Das ist nicht so schön. Dann auf dem letzten Abschnitt jetzt hier verlieren wir einmal ordentlich Zeit. Vollgas. Gleich sind wieder die ersten 6 Stunden rum und damit werden dann auch die Lichter eingeschaltet. Komm schon. Oh ja, jetzt wird es schnell dunkel. Es ist soweit. Die Albtraumzeit hat begonnen. Oh, und er kommt dran. Also wir fahren hier Vollgas durch und er kommt jetzt so schnell ran. Also es ist echt komisch. Auf der langen Geraden, wo er doch eigentlich seine Geschwindigkeit viel besser ausspielen könnte, da hat er vorn verloren und jetzt hier macht er das alles wieder weg. Und das war aber stark von uns. Fast 1,5 Sekunden wieder. Haben wir gut gemacht. Zickzack hier zum Schluss. Da haben wir eine kleine Rauchwolke. Wow. Nicht den Wagen hier schon wieder verlieren. Wir sehen sogar noch die andere Rennklasse. Das ist gar nicht so schlecht. Das kann sich... Nein. Kann sich sehen lassen. Und sehen lassen könnte sich auch mal die Rennstrecke. Ich erkenne hier kaum noch was. Und er ist wieder ran. Willkommen. Unser Teamkollege anscheinend immer noch weit abgeschlagen. Oh Mann. Das müssen wir überstehen. Komm schon. Ja, schön, er kriegt keinen Windschatten von uns, glaube ich. Zumindest sieht das so unten links auf der Minikarte aus. Erste Kurve. Na, zu früh gebremst. Wir haben doch die besten Bremsen jetzt hier von unserer Truppe am Start. Da hätten wir ruhig noch länger auf dem Gaspedal stehen können. Na, egal. Solange sie jetzt nicht angreifen, ist ja alles noch gut. Ja, wir schaffen das diesmal. Komm schon. Eine Rückblende haben wir für den Notfall noch zur Verfügung. Ich hoffe mal, wir werden die nicht brauchen. Und ich hoffe, dass wir endlich mal wieder eine Ansage über unseren Teamkollegen hören. Und zwar, dass er direkt hinter uns ist. Würde ich gut finden. So wie es auf der Minikarte aussah, ist auf jeden Fall das restliche Feld hinter uns ganz dicht beisammen. Und davon profitierte er ja bisher immer.
und hat am Ende dann einen blöden Fehler gemacht. Naja, mal schauen. Oh, wir haben... Aber wo sind wir dagegen geknallt? Wo war das denn? Vorne geht ein Licht nicht. Obwohl, eigentlich sieht es sehr gut aus, was jetzt hier so ausgestrahlt wird. Scheint mir wohl so ein kleiner Spielfehler zu sein, denn die rechte Lampe, die ist defekt. Wir schauen nachher auf der Langgeraden nochmal. Aber eigentlich dürfte es jetzt für die rechte Seite kein Licht so wirklich geben. Komm, hier schauen wir sonst. Ja, das ist komplett weg. Trotzdem ist die rechte Seite genauso hell wie die linke. Komisch. Naja. Haben die Spieleentwickler wohl nicht an das 24-Stunden-Rennen gedacht? Ich glaube, es ist auch so ziemlich die einzige Strecke, wo das Licht überhaupt angemacht wird. Also zumindest kennen wir aktuell noch keine andere. Vielleicht kommt das ja noch, würde ich mir aber eigentlich nicht so vorstellen. Vollgas. Und hier kommen sie mal ran. Meine Güte. Unglaublich. Aber egal, die Hälfte ist hinter uns. Wir sind immer noch Zehnter. Scheiße. Wow. Vollgas. Kurzzeitig den Flitzer verloren. Und an der Stelle ist es ja wirklich schlimm. Wenn man den Wagen da wegschmeißen würde und dann geradeaus fährt in die Bande hinein. Da hat man aber mindestens Totalschaden. Oh, die Strecke... Oh, nee! Die Stelle auf der Strecke mag ich auch nicht. Da rutscht er immer wieder weg. Wir fallen zurück auf Platz 12. Ja, das ist nicht so schlimm, denn... Du bist in deiner Klasse der Dritte. Gut gemacht. Denn hier, ihr seht es... Wow, 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 wow. Hier kommen wir eigentlich immer wieder ran, dank Windschatten. Obwohl, wir sind, glaube ich, ein bisschen zu weit weg für Windschatten. Wie sieht's aus? Doch, wir kommen dichter. Wir kommen dichter. Oder? Ja, doch. Naja. Wir fahren das Rennen gemeinsam, mein Freund. Er ist hinter uns. Bin direkt hinter dir. Auf Platz 13, schön. Komisch, immer wenn wir nach hinten fallen, springt er nach vorne. Wenn wir 14. sind, ist er 11. Wenn wir 12. sind, ist er 13. Also es ist verwunderlich. Der kommt wohl wirklich... Jetzt, pass mal auf. So, jetzt sind wir 11. und er fällt auf Platz 14 zurück. Das. Der taut da nicht hin. Der wird doch manipuliert. So, wir sind 10. Komisch. Auf der Langgeraden, wo wir eigentlich deutlich unterlegen sein müssten mit unserer Geschwindigkeit, ziehen wir ganz locker vorbei, selbst ohne Windschatten teilweise. Verstehe ich gar nicht. Naja, 8 Stunden, sprich 4 Minuten. Diesmal müssen wir hier keinen Rückstand aufholen. Und ich hoffe, dass diesmal unser Teamkollege auch keinen groben Fehler macht, sodass er da nochmal angreifen kann. Das Gute ist ja, dass wir die neue Rennrunde nicht zu Ende fahren müssen. Lediglich so weit, bis die Zeit abgelaufen ist. Das finde ich ja, kommt uns aktuell zumindest entgegen. Denn wenn man die Rennklasse anführt, dann wartet man ja eigentlich nur noch ab, dass dann die Zeit auch abgelaufen ist und man den, naja, zumindest ersten Platz aus unserer Klasse hier feiern kann. Mich würde es aber dennoch jetzt mal wirklich interessieren, wo unser Teamkollege so steht. Rick, sag doch nochmal was. Wie sieht's da aus? Vorhin war er direkt hinter uns. Jetzt sind wir nach vorne gesprungen. Er ist, ich befürchte es einfach mal, wieder nach hinten gefallen. Der Wettkampf läuft nun bereits seit 18 Stunden. Ja, die letzten 3 Minuten haben begonnen. Und die werden wir gut überstehen. Jetzt kommt der Abschnitt, wo wir die Zeit verlieren. Gut gemacht, Speedy. Du führst in deiner Klasse. Mal schauen, wie dicht die jetzt wieder rankommen. Und dann heißt es noch zweimal Zähne zusammenbeißen, sich zusammenreißen und jetzt hier hoffentlich nicht wieder den Wagen verlieren. Das schaffen wir, komm. Bisschen vom Gas gehen. Wir haben ja noch einen guten Vorsprung, Vollgas. Sehr gut, schön. Hürde 1 genommen und Hürde 2 folgt. Eine neue Bestzeit? Oder ist es die aktuelle Bestzeit? Vielleicht haben wir die sogar getoppt, könnte ja sein. Oh, ich hasse den Abschnitt hier, meine Güte. Das geht ja mal gar nicht. Aber die Konkurrenz ist weit weg.
Die ist abgeschlagen, die haben wir hinter uns gelassen. Und ich glaube, so langsam müsste es mit der Musik losgehen, ne? Rick, du bist doch wieder munter. Leg mal auf. Ja, die sind abgeschlagen. Tippitoppi. Da werden schon die ersten Fotos gemacht, links und rechts. Mal schauen, wo unser Teamkollege vielleicht noch hinspringt. Die Kurve noch genommen. Und dann haben wir es gleich geschafft. Vielleicht setzen wir uns sogar einmal noch rein. Warum denn nicht? So. Ist ja auch nicht schlecht. Ganz locker und flockig. Ja, ein paar Fliegen haben wir schon mitgenommen, aber ansonsten alles heile. Das heißt, den Bonus würden wir auch kassieren. Klasse. Jetzt ist natürlich die Frage, bezahlt uns der eine Sponsor da nur für den gesamtersten Platz oder gibt es sogar Geld, wenn wir von unserer Rennklasse aus Erster geworden sind? Sollte das der Fall sein, hätten wir wieder das Maximum erreicht. Die letzte Minute läuft. Wir schaffen das. Das sieht sehr, sehr gut aus. Diesmal sogar ohne Rückblende durchgekommen. Ja, schön. Hier den Wagen jetzt bloß nicht wegschmeißen. Unser Teamkollege ist nicht auf Platz 11. Der ist irgendwo dahinter. Aber sie sind immer noch dicht beisammen. Vielleicht kann er noch einen Angriff wagen. Und hier auf der langen Geraden, da hat... Ja, er ist 11, sag ich doch. Hier auf der langen Geraden, da hat er immer einen kleinen Vorteil gehabt. Er, bei ihm scheiterte es ja immer nur an den Kurven. Komm, bleib auf Platz 11, das wäre ja traumhaft. Zeit jetzt, tick runter hier. Oh, ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. So, hier weg. Das gibt es gar nicht. Unser Team wird 10. bzw. 11. Das Maximum rausgeholt. Also unglaublich. Ganz, ganz stark. Boah. Dann hat es sich wirklich gelohnt, dass wir hier einen neuen Versuch gestartet haben. 10. und 11. 4 bzw. 3 Punkte. Unser Team landet damit auf Platz 6. Klasse. Ganz stark. Und jetzt gibt es den Bonus. Ja, der Hauptsponsor bezahlt auch für den ersten Platz in unserer Rennklasse. 39.750 Euro gibt es. Und unser Teamkollege, ja gut, Platzierungsgeld hat er verpasst, aber ansonsten 17.250 Euro. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Viele globale Erfahrungspunkte. Und man muss dazu sagen, unser Teamkollege hat damit die Chance genutzt, sich hier nochmal zu bewähren. Starke Sache von ihm. Oh, schön. 318.000 Euro. Damit die dritte Saison beendet. Gewonnene Veranstaltungen 5. Gewonnenes Geld 1.447.215. Erhaltenes Ansehen 108.000. Wir springen auf Platz 335 mit unserem Team nach vorne. Und persönlich landen wir auf Platz 81. Saison 4 wird für uns sicher die bisher beste Saison. Das spüre ich. Ja. Durch die Arbeit für andere Teams kommt man fix zu etwas Geld. Es gibt einen Festbetrag pro Rennen, sowie Boni, wenn du besser als erwartet bist. Leider bringt dir das für deinen Ruf weit weniger, als für das eigene Team zu fahren. Hä? Das kennen wir schon. Warum sagt sie das jetzt? Na egal, beim nächsten Mal, glaube ich, machen wir wieder hier links weiter. Denn... So, warte, was hattet ihr jetzt verpasst? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das sind wir gefahren und das hattet ihr, glaube ich, verpasst. Das hatte ich nämlich für die Einstellung genommen. Die anderen fahren wir beim nächsten Mal auf jeden Fall auch noch. Und dann holen wir uns hier einen neuen oder einen weiteren Rennfahrer, wenn es denn möglich ist, mit ins Boot. Unseren aktuellen werden wir jetzt nicht entlassen. Hat er gut gemacht zum Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.